Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt 3.3 heute zu unserer kleinen Serie Räumung auf St. Pauli. Und nachdem wir am letzten Montag die Folge gesehen haben, wo es um die Branchenmeinung ging vom Kevin Falkenthal, freue ich mich heute umso mehr, dass wir eine ganz andere Perspektive an dieser Stelle nochmal einnehmen können. Und meine Gäste sind heute zwei Initiatoren von der Initiative St. Pauli Code Jetzt, eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern auf St. Pauli, die sich für den Erhalt der Identität des Hamburger Stadtteils einsetzen, die Einbindung von Anwohnern in Bauprojekten fordern und des Öfteren laut gegen aktuelle Maßnahmen protestieren. Und wer sie sind und welche Ziele sie haben, dürfen sie uns gleich selber verraten. Herzlich willkommen, Veronika und Mike. Moin Moin. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und auch unsere Meinung zu dem Thema kundtun können. Vielleicht vorab, falls sich jemand wundert, warum wir hier so eng zusammensitzen. Wir haben uns vorher natürlich getestet auf das Coronavirus, also es ist alles in Ordnung. Ja, wir sind beide aktiv bei der Initiative St. Pauli Code. Jetzt hast du das eigentlich schon wunderschön eingeleitet. Wir sind AnwohnerInnen und BürgerInnen im großen Teil von St. Pauli oder auch der Sternschanze und dem Karolinenviertel, die sich für den Erhalt oder den Erhalt eines bunten St. Paulis einsetzen, wo es halt eben darum geht, Dinge, die einzigartig sind, zu bewahren und wo es vor allen Dingen auch darum geht, um Mitbestimmung zu kämpfen, weil eben viele Dinge in Hamburg ohne Mitbestimmung laufen. Und wir wollen uns einsetzen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die gemeinsam mit den BürgerInnen stattfindet und nicht über die Köpfe hinweg. Mhm. Anstrengende Tage liegen wahrscheinlich hinter euch, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken. Umso mehr freut es mich natürlich, dass ihr heute hier seid und auch vor allem eure Perspektive zum 30. März auch mal darstellen könnt. Ihr habt euch jetzt vorgestellt, auch eure Arbeit vorgestellt, was mich natürlich so ein bisschen noch interessiert. Welche Motivation habt ihr? Du hast es so ein bisschen angedeutet gerade, aber welche Motivation habt ihr und vor allem, was genau steckt hinter eurer Initiative? Ja, also gegründet hat sich die Initiative im September 2019 und tatsächlich ging es damals genau um dieses Neubauprojekt. Ja. Es ging um ein sechsstöckiges Bürogebäude, was entstehen soll auf der Ecke Neuer Pferdemarkt. Und damals hatte die Besitzerin von Maharaja, Katrin Gutmann, eine kleine Versammlung einberufen und alle AnwohnerInnen konnten da hinkommen und sich informieren. Und ich bin da damals tatsächlich aus Zufall reingestolpert und war dann aber so erschüttert über das, was an diesem Ort stattfindet, dass ich mich gemeinsam mit anderen Leuten eben entschlossen habe, dagegen vorzugehen. Und mittlerweile ist diese Initiative deutlich gewachsen. Es kommen immer andere neue Leute dazu und unsere Ziele sind auch mittlerweile größer geworden. Also es geht, wie gesagt, nicht mehr nur um dieses eine Bauprojekt, sondern es geht grundsätzlich um Stadtentwicklung in Hamburg. Mhm. Jetzt hast du das Pauli-Haus angesprochen. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt aus Hamburg kommen oder Umgebung kommen, vielleicht ganz kurz zum Pauli-Haus. Was ist das für ein Bauprojekt, für das ja letztendlich das Restaurant weichen muss? Genau, also das Bauprojekt, wofür nicht nur ein Restaurant weichen muss, sondern noch viele andere Dinge, das kann Mike gerne nachher noch ergänzen, ist ein Bürogebäude, also ein gewerbliches Gebäude, was von einem Baukonsortium gebaut wird oder gebaut werden soll. Das sind vier Firmen hier aus dem Stadtteil, die sich entschieden haben, dass sie zusammengehen wollen, um sich dauerhaft günstige Mieten zu sichern und eben da nicht dem Mietenspiegel in Hamburg zum Opfer zu fallen. Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung, wenn man sagt, wir wollen hier Kosten sparen. Schwierig wird es halt dann, wenn man für seinen eigenen Vorteil eben andere Betriebe verdrängt. Es wird schwierig, wenn man für seinen eigenen Vorteil 21 Bäume fällt. Und es wird vor allen Dingen schwierig, wenn man den Bürger in dieser Stadt in die Tasche greift. Denn um überhaupt dieses Gebäude auf dem Grundstück errichten zu können,
müssen da Arbeiten durchgeführt werden. Da müssen Investitionen getätigt werden und diese Kosten trägt die Stadt Hamburg. Und das heißt, die tragen im Endeffekt alle Hamburger BürgerInnen und die belaufen sich auf ungefähr 6 Millionen Euro, ja? Also die BürgerInnen hier von ihren Steuergeldern mitzahlen müssen. Und es gab unlängst einen Bericht auf dem NDR, der auch gezeigt hat, dass wenn man den Ort denn so lassen würde, wie er jetzt ist, und das muss ja nicht mal die beste Lösung sein für diesen Ort, dass dann alleine das Restaurant in 3 Jahren so viel Geld in die Kasse von Hamburg spielen würde, wie der Neubau innerhalb von 60 Jahren. Das heißt, die Stadt verzichtet hier bewusst auf Geld. Die Stadt hat dieses Grundstück in einer protokolllosen Sitzung weggegeben an private Firmen. Und im Endeffekt ist das halt einfach etwas, wo man sich, glaube ich, sehr gut drüber aufregen darf. Mhm. Muss. Vor allem auch im Kontext, wenn ich das richtig gelesen habe, was ja letztendlich auch in eurem Initiativennamen drinsteckt, St. Pauli Code, fand ich ganz spannend in der Vorbereitung. Das ist ja, zumindest habe ich es gelesen, korrigiert mich da gerne, das ist ja eine Richtlinie, die zusammen schon in 2015 mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte vereinbart wurde, die unterschiedliche Werte beinhaltet, wie Unterschiedlichkeit, günstig statt teuer, Originalität, Toleranz, Subkultur, also alles das, was St. Pauli auch offensichtlich ausmacht, auch für euch persönlich ausmacht an dieser Stelle. Exakt, ja. Und vor allen Dingen auch alles, was eben dieses Bürogebäude nicht ausmacht, kann man ja auch mal sagen, weil da sind eben alle diese Werte nicht gegeben. Und St. Pauli ist ja, ich glaube, der bekannteste Stadtteil in Hamburg, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und ist ein Touristenmagnet, ist wirtschaftlich sehr, sehr wichtig, halt eben, weil er sich von anderen Stadtteilen unterscheidet und weil hier nicht eine große Kette neben der anderen ist, sondern weil es hier bunt ist, weil hier noch Leute einen Platz finden, die vielleicht woanders keinen Platz finden. Und es ist so, dass St. Pauli eigentlich so einer der wenigen Stadtteile ist, wo sich überhaupt noch unterschiedliche Klassen untereinander begegnen und miteinander agieren. Und dass wir leider beobachten müssen, dass das immer weiter verdrängt wird und dass eben Menschen, die nicht so ein hohes Gehalt verdienen, kaum noch Chancen haben, überhaupt auf St. Pauli zu ziehen oder hier wohnhaft zu bleiben. Ja, das heißt aber, es wird auch praktisch von der Stadt kein Ausgleich geschaffen. Man könnte ja auch beispielsweise sagen, okay, wir gentrifizieren jetzt einen Bereich, aber letztendlich schaffen wir in einem anderen Bereich Ersatzflächen, in Anführungsstrichen. Würde schwierig werden, glaube ich. Das ist ja, also wir haben ja tatsächlich einen Alternativort vorgestellt. Ja, zudem hat sich die Gegenseite bis heute, glaube ich, nicht wirklich geäußert. Das ist einfach traurig. Warum muss erstmal ein Restaurant, ein Tonstudio, eine Autowerkstatt vertrieben werden, zerstört werden? Warum müssen erstmal 21 oder 23 Bäume abgeholzt werden, damit etwas Neues entstehen kann? Das ist Quatsch. Wir haben genügend Freiflächen in der direkten Umgebung, wo sofort gebaut werden könnte, wo wir nicht erstmal 6 Millionen aus der Staatskasse investieren müssten, um überhaupt das Grundstück so weit herzurichten, dass dort losgebaut werden kann. Das ist für mich unerklärlich. Also ich bin auch selbstständig. Wenn ich so arbeiten würde, sorry, das wäre nicht möglich. Und übrigens, ich würde auch gerne meine Mieten einsparen und würde gerne einfach mal irgendwo bauen. So, das geht nun mal leider nicht. Das kann nicht jeder einfach überall bauen. Nicht? Wir sind hier ein Viertel und wir müssen zusammenhalten. Und das findet hier halt zurzeit leider einfach gar nicht statt. Wenn ihr sagt, es hätte ja Alternativflecken gegeben, zwar gibt es jetzt keine protokollarische Sitzung oder Nachweise dafür, aber gibt es von euch eine Einschätzung, warum man jetzt trotzdem unbedingt dorthin will und nicht auf die Ersatzflächen oder die anderen Angebote? Also tatsächlich gibt es, warum es jetzt unbedingt diese Fläche sein muss, gibt es keine klare Aussage, zumindest soweit uns bekannt ist. Wie gesagt, diese Ersatzfläche, von der Mike gerade gesprochen hat, die ist nur wenige 100 Meter entfernt. Ja? Und da ist einfach eine Freifläche und man könnte sofort beginnen mit dem Bau.
Ja, also der einzige Grund, der vielleicht mal genannt wurde, ist, dass da jetzt schon sehr viel Zeit in den Planungsprozess reingesteckt wurde vom Baukonsortium. Aber es ist ja jetzt auch so, dass sie, selbst wenn dieses Restaurant nicht mehr da ist und selbst wenn die Bäume gefällt sind, da immer noch sehr aufwendige Silbauarbeiten fortgeführt werden müssen. Also das heißt, sie können jetzt noch gar nicht bauen und auf dem anderen Grundstück könnten sie es. Insofern ist es uns tatsächlich ein bisschen schleierhaft, warum es denn unbedingt dieser Ort sein muss. Eine Frage muss ich auch noch mit reinwerfen, die wir uns stellen. Wenn wir einige hunderttausend Quadratmeter Leerstand, Bürofläche in Hamburg haben, wir brauchen hier keine weitere Bürofläche. Wir haben hier einen ganz anderen Bedarf. Wir brauchen in Hamburg Wohnungen, wir brauchen soziale Einrichtungen. Und diese sozialen Einrichtungen, die auch, es gab ja mal diese große Beteiligungsaktion vom Baukonsortium, nicht, aber brauchen wir hier halt tatsächlich nicht. Und das ist jetzt, die Frage sollte man sich überhaupt stellen. Ja, wir haben ein Alternativgrundstück, aber ist das überhaupt noch zeitgemäß, heute ein sechsstöckiges Bürogebäude zu bauen, wo wir genügend Leerstand haben? Wir schaffen einfach nur weiteren Leerstand. Hier werden keine Arbeitsplätze geschaffen, sondern hier wird Leerstand geschaffen. Denn die Unternehmen sind ja in der direkten Umgebung größtenteils angesiedelt. Das wird Leerfläche sein, erstmal. Vor allem auch möglicherweise auch im Kontext einer Diskussion, das Homeoffice auch nach Corona letztendlich auszuweiten, um praktisch Fläche abzumieten. Also ich kenne große Unternehmen, die jetzt schon anfangen, eben Fläche abzumieten, weil sie sagen, wir werden in dieser Art und Weise einen Büroalltag nicht mehr erleben, wie wir es vielleicht früher mal hatten an dieser Stelle. Exakt richtig. Und spannenderweise ist das auch die Aussage von dem Geschäftsführer der Panke-Markenmacherei. Das ist eine der vier Firmen, die da reinziehen will. Und der hat letzten Oktober in einem Interview genau etwas Ähnliches geäußert, ne? Dass halt eben in Zukunft nicht mehr für alle Mitarbeiter Arbeitsplätze in einem Bürogebäude benötigt werden, dass es mehr so ein Community Space sein soll und dass aber viele Dinge aufs Homeoffice ausgelagert werden. Insofern genau richtige Frage, braucht es diese Fläche eigentlich? Ich würde jetzt mal gerne zu dem Ereignis kommen, was auch eure Initiative, glaube ich, mehr oder weniger bundesweit bekannt gemacht hat und worüber ich heute eigentlich am liebsten wirklich mit euch sprechen möchte. Nämlich, es geht ja um die Räumung des indischen Restaurants Maharaja. Das hattest du ja auch schon angesprochen. Das ist ja letztendlich zumindest für die Bilder, über die ich jetzt auch diskutieren möchte, der Stein des Anstoßes gewesen am 30. März. Ihr hattet ja bis zuletzt die Betreiberin unterstützt gehabt und auch jetzt noch beobachtet ihr ja die Situation vor Ort. Könnt ihr uns vielleicht mal so ganz allgemein beschreiben, wie eure Unterstützung, eure Proteste, eure Maßnahmen so im Vorfeld ausgesehen haben? Ja, da muss ich einmal kurz dazu sagen, es ging nie nur um das Restaurant. Also es ging immer eigentlich um die Verhinderung dieses sechsstöckigen Büroklotzes. Denn diese Stelle, dieser Ort, an dem dieser Büroklotz entstehen soll, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in Hamburg. Da treffen drei Stadtteile aufeinander. Das ist einmal St. Pauli, die Sternschanze und das Karolinenviertel. Wenn hier etwas Neues unbedingt entstehen muss, dann doch bitte irgendwie was uns, wovon wir alle was haben und nicht nur ein paar wenige Einzelne. Wir sind jetzt seit 2019 dabei und wir informieren auf Veranstaltungen über YouTube, über Facebook, über Instagram, Twitter und Co. Einfach über den aktuellen Stand, was passiert gerade am Pferdemarkt und in der direkten Umgebung. Wir decken Ungereimtheiten auf, stellen durchaus auch sehr kritische Fragen an das Baukonsortium und eben auch an die Politik hier in Hamburg. Unser Protest war und ist immer bunt, kreativ, friedlich und auch immer Corona-konform. So, das muss man einfach auch mir nochmal an dieser Stelle sagen. Wir haben in der Vergangenheit, also klar, das letzte Jahr war es ein bisschen schwierig mit Aktionen auf der Straße. Wir haben hier halt eben Regularien gerade, aber wir veranstalten trotzdem Kundgebungen regelmäßig. Wir haben Plakataktionen. Wir haben hier die Nachbarschaft zum Beispiel eingeladen, auf der Fläche, wo die Bäume stehen, Blumen zu pflanzen als Zeichen der Hoffnung und eben auch der Zusammengehörigkeit. Und das sind so einzelne Aktionen, die wir durchgeführt haben.
Und sicherlich, das hatten wir im Vorgespräch ja auch gesagt, ihr seid ja auch eine von mehreren Initiativen in diesem Kontext, die sich dort bewegt haben. Dann haben sich ja, also zumindest ist das die öffentliche Darstellung, dass sich die Ereignisse praktisch von Montag auf den Dienstag ein bisschen so überschlagen haben. Am Montagnachmittag gab es noch das Landgerichtsurteil, das ja bestätigt hatte, dass die Räumung rechtskonform ist und auch durchgeführt werden darf. Dienstag früh dann die Räumung. Wie war für euch die Situation vor Ort? Wie habt ihr sie wahrgenommen, auch vielleicht von den Emotionen her, als die Gerichtsvollzieherin dort mit der Polizei und dann letztendlich ja, mit dem Sicherheitsdienst in irgendeiner Art und Weise vor, lassen wir mal die Frage offen, wer ihn mitgebracht hat an dieser Stelle, aber dort aufschlug. Könnt ihr also ein bisschen vielleicht mal beschreiben, was das für eine Situation war, die ihr da wahrgenommen habt? Ja gut, da kann man vielleicht noch dazu sagen, auch wenn wir natürlich versucht oder gehofft haben bis zuletzt, dass das Baukonsortium irgendwie mit einer Einsicht um die Ecke kommt, wussten wir natürlich von dem Termin. Und wir haben uns dann natürlich auch schon seelisch irgendwie darauf vorbereitet, dass jetzt erstmal diese Schlüsselübergabe stattfindet. Aber für uns ist das noch lange nicht vorbei dadurch. So, selbst wenn diese Gebäude abgerissen werden sollten, geht es weiter. Also und die Situation an sich vor Ort war für mich irgendwie so eine Mischung aus am Anfang vielleicht kurzzeitig bedrückend, aber irgendwann fand ich es einfach nur noch absurd. Also entschuldige, aber was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Also es war einfach eine absurde Situation. Da stehen 20 direkte Anwohner, die irgendwie Plakate hochhalten, wenn überhaupt. Einer angemeldeten Veranstaltung. Die Polizei selber war mit dem Bürgernamen, Beamten vor Ort und drei weiteren Personen. Die hatten keinerlei Panzerung, die hatten keinen Helm dabei, gar nichts. Es standen in der direkten Umgebung wohl Einheiten parat für den Fall der Fälle, was völlig okay ist. Aber ich meine, wenn die Staatsgewalt schon das so einschätzt, dass es keinerlei Probleme geben wird, die kennen uns ja nun auch schon ein paar Monate, nicht? Also wir haben hier gerade in den letzten Wochen und Monaten gefühlt jede Woche eine Veranstaltung abgehalten. Immer darauf geachtet, also wir sind immer professioneller geworden, immer größer geworden. Und obwohl wir teilweise auch mehr Menschen vor Ort hatten, als überhaupt genehmigt, haben wir es geschafft, weil wir es hinbekommen haben, die Leute so weit auseinanderzuhalten, dass einfach kein Risiko von diesen Veranstaltungen ausgegangen ist. In jeder Hinsicht, weder in Richtung Corona-Abstandshaltung und Masken, noch dass es irgendwie Krawall oder irgendetwas gab. Es hat hier zu diesem Kontext einfach noch nie Krawall oder Ausschreitung gegeben. Das muss man hier einfach auch nochmal klar sagen. Nur nochmal auch zur Konkretisierung. Also nicht nur nicht von euch, sondern auch in diesem gesamten Umfeld auch nicht von anderen Initiativen, Gruppierungen, Vereinen oder ähnliches, sondern das, was sich zumindest auf diesen Bereich bezogen hat, war grundsätzlich immer friedlich. Es gibt, natürlich können wir nicht für alle sprechen, aber es gibt keine Belege zu Vorwürfen, die geäußert wurden. Es ist uns nichts bekannt. Ich weiß, also dein letzter Interviewgast, Kevin Falkenthal? Ja. Ja, sehr gut. Kevin Falkenthal hatte dazu ja auch gesagt, dass da irgendwie Rattmuttern entfernt wurden, dass er das wissen würde, dass das passiert ist. Da ist er uns tatsächlich einen Schritt voraus, weil auf unserem Stand sind das tatsächlich Behauptungen, die von Seiten des Baukonsortiums geäußert wurden, in tatsächlich Einzelfällen, muss man auch sagen, also nie als große Geschichte. Aber ich gehe immer davon aus, als Bürgerin, dass wenn mir sowas widerfährt, dass mein Auto irgendwie beschädigt wird oder andere Dinge passieren, dass ich solche Sachen dokumentiere und zur Anzeige bringe. Und da ist uns nichts bekannt, dass da irgendetwas passiert ist. Aber bei dem Protest, den wir eben mit initiiert haben in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren, gab es
unseres Wissens nach, also die, die wir selber gemacht haben, sowieso nicht, aber auch rundherum gab es unseres Wissens nach nichts, was dokumentiert ist. Das Einzige, was tatsächlich sichtbar ist, ist eine eingeschlagene Scheibe bei einer der Firmen, die aber auch schon seit einem Jahr. Ja, und auch da muss man noch mal gucken, wie die Scheiben kaputt gegangen sind. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig. Ja, also das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich habe ja natürlich vorneweg auch recherchiert und das, man findet dazu nichts. Also auch zumindest also in den öffentlich zugänglichen Quellen. Das ist sicherlich nochmal eine Thematik, vielleicht auf die Polizei direkt zuzugehen. Aber vom Grundsatz würde ich auch sagen, also alles das, was man damit in diesem Kontext findet, so wie ihr es vorhin beschrieben habt, bunt, kritisch, Corona-konform, friedlich, das ist auch das, was man von Medienseite wahrgenommen hat. Und es gab ja auch noch am Abend vorher, Montagabend, glaube ich, ja auch noch mal eine Protestaktion, wo je nach Quelle 200 bis 300 Personen mit lauter Musik gefeiert haben. Aber auch auf diesen Bildern sieht man, so wie es beschrieben hat, ja kaum Polizei, wenn überhaupt. Ja, exakt, genau. Also es sind natürlich immer BeamtInnen vor Ort, gerade jetzt während Corona ist das ja auch sehr wünschenswert, dass darauf geachtet wird, dass da eben die Regularien eingehalten werden. Aber wie gesagt, da kam es nie zu Zwischenfällen. Ich persönlich, also aus meiner eigenen Sicht, muss sagen, dass ich das immer so ein bisschen schade finde, dass man doch dazu neigt, irgendwie Proteste ja, ich will nicht sagen zu kriminalisieren, aber mir fällt auch gerade kein besseres Wort ein. Ja, zu pauschalisieren, sehr gut. Mhm. Dass die Meinung von Leuten oder die Argumente von Leuten weniger zählen, weil sie auf St. Pauli wohnen. Also dass da so der gesamte Intellekt manchmal scheinbar abgesprochen wird, nur aufgrund der Anschrift. Und ich denke, wir haben da ja sehr, sehr gute Argumente eigentlich auf unserer Seite und wir sind jederzeit friedlich. Und trotzdem wird teils das so wahrgenommen, dieser Protest, einfach nur, weil er in Hamburg auf St. Pauli stattfindet. Ja. Da kommen wir nachher noch mal ganz kurz dazu, was, weil ich das auch einen sehr, sehr spannenden Punkt finde, weil das ja letztendlich, ihr habt es so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen, ich würde es bewerten, wenn ich sage, die Legende, die man darum strickt, auch um den Einsatz herum strickt, das wäre vielleicht zu bewerten an dieser Stelle, aber es sind letztendlich die Stellungnahmen, die man da auch findet oder die Berichterstattung, die man dazu findet. Was mich jetzt vorneweg noch mal interessieren würde, nach dem Urteil am Montag, ist man da noch mal auf euch zugekommen? Hat man noch mal mit den Initiativen gesprochen oder war das so die Bestätigung des Gerichts und ab da war dann praktisch, sind die Dinge ihren Weg gegangen, ohne noch mal in Kontakt zu treten? Das Zweite, genau. Also tatsächlich ist es so, dass es von unserer Seite aus über die gesamte Zeit immer wieder Versuche gab, in Gespräche zu gehen, um eben auch Alternativflächen und andere Lösungen zu diskutieren, was nie dazu gekommen ist. Also die Sachen wurden entweder ignoriert oder abgelehnt. Daher war es jetzt auch nicht verwunderlich, dass es da jetzt keine extra Kommunikation nochmal gab. Also das war einfach, der Termin wurde bestätigt und dann eben durchgeführt. Wir wollen ja heute auch ganz explizit über das Auftreten des Sicherheitsdienstes sprechen. Jetzt war jetzt nicht nur auf der einen Seite, okay, vielleicht der erste Kampf verloren so ein bisschen, also die Fläche ist offensichtlich nicht zu halten, das Restaurant ist nicht zu halten, sondern gleichzeitig neben dieser Thematik taucht dann plötzlich ein Sicherheitsdienst auf mit Sturmmasken, Bewaffnung, würde ich schon so sagen, martialischen Dienst. Kleidung, Informationen auflaufen. Wie war da so ein bisschen, hat das nochmal was anderes bei euch hervorgerufen, eine andere Emotionalität? War das so ein, vielleicht auch so in Richtung einer gefühlten Provokation oder war das etwas, was sich so als Mosaik eingekleidet hat? Also ich glaube einfach, dass die Eindrücke sehr unterschiedlich waren. Das kann ich jetzt nur von mir persönlich berichten. Irgendwie, ich bin dorthin gegangen und wurde sofort von einer Kollegin aus der Initiative in Empfang genommen. Und Mike, da steht eine Spezialeinheit hinter dem Gebäude. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also hier vorne ist keine Polizei wirklich zu sehen. Und jetzt soll eine Spezialeinheit stehen? Das kann nicht sein. Bin ich mit ihr nach hinten gegangen und habe dann aber auch ziemlich schnell eigentlich erkannt, dass es sich dabei nicht um eine
ja, Spezialeinheit irgendwie der Polizei Hamburg handelt, sondern um einen Sicherheitsdienst, der vielleicht ein bisschen so aussieht, als wäre er eine Spezialeinheit. Ich habe ehrlich gesagt gelacht. Also, weil ich war so perplex, ich fand die Situation so absurd, dass ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr könnt euch nicht hier vermummt mit schweren Stahlhelmen hinter irgendwelchen Autos verstecken, um dann vorzurücken in einer Zweierreihe im Gleichschritt. Also als die sich in Bewegung gesetzt haben in der Zweierreihe, da war bei mir wirklich Ende, da konnte ich nicht mehr, da musste ich einfach nur noch lachen. Das ist zum Beispiel auch auf dem Video, du hast das ganz gut im ersten Beitrag erkannt, wo du sagst, ich glaube, da ist sogar ein Lachen im Hintergrund. Ja, weil es einfach so absurd war. Ja, aber ich, sorry, ich hatte keinerlei Erklärung dafür. Und um uns herum auch keiner, inklusive der Polizeileitung, die auch da stand und gesagt hat, ja, die sind nicht von uns. Wir können uns das jetzt so nicht erklären. Ja. So, aber wir haben das im Auge. So, und das war insofern dann für uns natürlich auch, oder für mich persönlich, eine gewisse Erleichterung, dass ich gedacht habe, ja, gut, sollen die sich hier hinstellen? Sie werden nicht zu Zoom bekommen. Schade, dass es so weit kommen muss. Aber vielleicht wollte ja auch jemand genau diese Bilder so haben. Wer weiß. Ich stelle die Frage trotzdem, aber obwohl ich die Antwort voraussehe, weil du gerade gesagt hast, du hast gelacht. Habt ihr schon mal ähnliche Situationen erlebt, wenn ihr sagt, ihr engagiert euch sowieso für ein genau eigentlich letztendlich solche Ereignisse wie das, was wir da im Pauli-Haus erleben? Also in der Konstellation ehrlich gesagt noch nicht. Wenn ich jetzt mal ganz weit ausholen möchte, dann ja, hat jeder Hamburger irgendwie noch die Bilder vom G20 vor Augen. Da hatten wir echte Spezialeinheiten, ich glaube so ziemlich alle aus Europa hier versammelt. Die hat man auch wahrgenommen, die hat man auch gesehen. Aber dass ein privater Sicherheitsdienst in einer solchen Montur aufläuft, so aufgerüstet kommt, das haben wir hier auch noch nicht erlebt. Also ich nicht. Also sorry. Das war mir auch neu. Zum Einsatz kam ja die RISC-Einheit der SBU Solutions oder SPU Solutions. Und ich zitiere mal von der Homepage, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Unsere Rapid Intervention and Support Crew ist ja auch schon mal ein klasse Name, unterstützt sie sicher, kompetent und professionell in allen erdenklichen Sicherheitslagen. Unsere RISC-Einheit wird fortlaufend in Zugriffs- und Deeskalationstechniken fort- und weitergebildet. Des Weiteren besitzt das Team spezielle Ausrüstung vom EKA über Reizstoffsprühgerät bis hin zur Bodycam. Wer auch immer diesen Auftrag ja letztendlich unterschrieben hat, wenn er es denn wusste, muss ja ein Szenario vor Augen gehabt haben, dass ja ein klassischer Sicherheitsdienst, so wie wir ihn kennen, wie wir von den Großen kennen, wie wir ihn vielleicht aber auch von anderen Räumungen oder Nachsicherung von anderen Räumungen kennen, dort ja offensichtlich nicht ausreicht. Könnt ihr euch das erklären oder sind da auch Fragezeichen bei euch? Ja, also erklären wäre zu viel gesagt. Es ist ja so, also weil du gerade den Auftraggeber schon angesprochen hast, also wer da zur Schlüsselübergabe kam und ja im Endeffekt auch einen Security Service beauftragt hat, ist die städtische Sprinkenhof. Das ist der Vermieter vom Maharaja. Und der hat ja auch in den Medien jetzt behauptet, dass er von diesem Auftreten nichts wusste, weil der Auftrag weitergegeben wurde, eigenständig von einer anderen Security-Firma an eben diese SPU. Daran finde ich mehrere Dinge problematisch. Also ich komme aus dem Event-Management-Bereich. Dementsprechend habe ich auch selber schon mit Security-Services zusammengearbeitet. Und als Auftraggeberin bin ich mitverantwortlich für das Auftreten, beziehungsweise ich entscheide das ja eben auch mit und sage, soll es, also was ist die Aufgabe genau vor Ort? Also das bestimme ich ja mit. Und dass da ein Dienstleister jetzt, also beziehungsweise dass ein Auftraggeber jetzt die gesamte Verantwortung von sich weist und sagt, das haben wir überhaupt nicht gewusst, dass die so auftreten, das finde ich schon zumindest erstaunlich.
Also wenn das so passiert sein sollte, dann ist da grundsätzlich ein Problem aufgetreten. Aber ich finde es nicht sehr glaubwürdig, ehrlich gesagt. Und kann es auch nicht ganz nachvollziehen, warum ein Security-Dienst von sich aus entscheiden sollte, so aufzutreten, wenn er nicht eben den Auftrag da hat. Und davon ganz abgesehen muss man ja auch sagen, dass die Sprinkenhof selber vor Ort war bei dieser Schlüsselübergabe. Das heißt, die waren Zeugen dieser Situation. Die haben gesehen, wie ihr Security-Service da auftritt und wie die einmarschieren. Und da hätte ich als Auftraggeber, wenn ich das nicht unterstützen möchte, hätte ich ja jederzeit sagen können, Leute, hier ist alles unter Kontrolle. Wir haben die Situation vielleicht falsch eingeschätzt. Alles cool, haltet euch im Hintergrund. Was aber passiert ist, ist tatsächlich, dass dieser Security Service sehr, sehr präsent war während der Schlüsselübergabe und dass es sogar dazu kam, dass die BesitzerInnen des Maharaja geradezu eingekesselt wurden von diesen Security-Mitarbeitern während der Schlüsselübergabe, sodass sogar die Polizei auf die Mitarbeiter zugegangen ist und gebeten hat, dass sie sich etwas ferner halten, weil es für diese Art Auftreten keine Begründung gibt. Und auch da stand die Sprinkenhof oder Mitarbeiter der Sprinkenhof standen daneben und haben das nicht kommentiert. Und dann kann ich, finde ich, nicht im Nachhinein behaupten, ich habe von nichts gewusst, ich habe diesen Auftrag nicht vergeben und vor allen Dingen dann noch meinen Dienstleister die komplette Verantwortung für ein, was die Sprinkenhof selber als Fehlverhalten bezeichnet, aufzudrücken. Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Geschichte und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Sprinkenhof, ein städtisches Unternehmen, offensichtlich ihrer eigenen Sicherheitskraft der Polizei nicht traut. Also es hat ganz, ganz viele Ebenen, auf denen das sehr schwierig ist, was der Auftraggeber da in erster Linie getan hat. Ich greife mal so ein bisschen vor. Wenn das Video online kommt, dann wird es am Montag eine Rechtseinschätzung davon geben. Aber das finde ich ganz, ganz spannend, was du gerade eben gesagt hast, nämlich vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich offensichtlich Räumung und Einsatz des Sicherheitsdienstes parallel gelaufen sind. Ja. Ergänzend dazu, dass ja offensichtlich auch die Polizei an dieser Stelle den Sicherheitsdienst nochmal zurückdrängen musste. Du hast jetzt Einkesselung beschrieben, also auch ein tatsächlich aufdringliches oder Verhalten auch in Richtung der Betreiberin. Mhm. Es ist ja natürlich schwierig als Außenstehender, aber vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. War das notwendig? War das eine Provokation? War das naives, unprofessionelles Verhalten an dieser Stelle? In welche Einsatz Richtung jetzt? Geht das? Ja, der Einsatz jetzt. Mhm. Das in der Gesamtheit, in der Bewertung. Ja, auch das, ne, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen, ne, weil wir noch nicht, wir wissen natürlich nicht genau, was stand jetzt in diesem Briefing drin. Tatsächlich ist es aber so, dass ich mir das kaum anders erklären kann als eine bewusste Provokation von Seiten der Sprinkenhof aus. Also ich will da gar nicht so sehr den Security Service komplett verurteilen, weil ich eben nicht weiß, was der Auftraggeber angeordnet hat. Aber es spricht schon eine gewisse Sprache, wenn der Auftraggeber daneben steht, nicht eingreift, wenn eben so ein Verhalten da passiert, sich dann in der Presse für ein, sagt, ja, wir wollen ja hier nur deeskalieren, wir wollen ja niemandem Angst machen, tut uns total leid, dass die Leute sich bedroht fühlen und dann aber am direkt darauffolgenden Tag NATO-Draht auf dem Gebäude verlegen lässt, nachdem am Vortag absolut gar nichts passiert ist. Also nachdem es keinerlei Gefahrensituation gab. Und das ist etwas, das kann ich mir nicht viel anders erklären als mit, wir wollen hier provozieren und wir wollen gern diese Bilder in den Medien haben, die wir immer dem Protest vorwerfen. Ne? Also irgendeine Form der Eskalation, damit man sagen kann, das haben wir doch schon immer vermutet. Aber das sind, wie gesagt, das sind Mutmaßungen. Ich habe nur keinen großen anderen Erklärungsansatz dafür. Aber da sind wir noch dran. Das müssen wir jetzt mal ausfindig machen, was da alles wie gelaufen ist. Das ist wichtig. Absolut, weil ich finde, es ist ja auch so, Veronika, du hattest es vorhin gesagt, die Erwartungshaltung des Auftraggebers auch vielleicht in der Situation, wenn ich nicht über diesen Einsatz Bescheid weiß, zu sagen, pass auf, fahrt mal jetzt runter so ein bisschen.
selbst wenn ich das nicht mache, der Sicherheitsdienst war ja noch weitere Tage im Nachhinein auch noch im Einsatz gewesen. Ne? Also selbst wenn ich jetzt mich in die Position versetze und sage, vielleicht auch als Security Manager, als Verantwortlicher, ist es vielleicht das falsche Zeichen, jetzt abzuziehen in der Situation, vielleicht nur zu sagen, wirklich jetzt mal runterfahren, geht in die Sicherung und dann ist gut. Aber dann wäre ja auch ein Schritt gewesen, wenn ich jetzt wirklich nicht hinter dem Sicherheitsdienst stehe, also ich stelle jetzt auch mal eine Mutmaßung, eine Theorie auf, ja, dann hätte ich ihn ja wahrscheinlich am nächsten Tag abgezogen, nur um allein vielleicht auch in Richtung Presse ein anderes Signal zu senden. Aber das sollte wohl nicht raus, dieses Signal. Also was man sagen muss tatsächlich ist, dass der Security Service nur am ersten Tag in dieser Montur aufgetreten ist und am nächsten Tag oder die nächsten beiden Tage, es waren glaube ich 3 Tage vor Ort, mit Cappies und mit ganz normalen FFP2-Masken. Ja. Aber also es wurde ein bisschen runtergefahren. Aber da weiß man jetzt auch nicht, woher das kommt, nicht? Am zweiten und dritten Tag waren natürlich auch die Medien nicht mehr vertreten. Das heißt, Bilder wurden dann nicht mehr großartig gemacht oder gar nicht gemacht. Es hat einen schönen Beigeschmack, muss man schon sagen. Ihr habt ja auch die Berichterstattung verfolgt. Was habt ihr aus der Berichterstattung heraus wahrgenommen? Was ist euch da aufgefallen? Was für Themen sind da bei euch aufgeploppt? Also grundsätzlich wird einfach viel über das Thema diskutiert. Ja? Also egal, wo es erschienen ist, es ist sehr präsent erschienen in sehr, sehr vielen Medien. Natürlich hat auch jedes Blatt seinen eigenen Stil zu schreiben. Aber auch wenn man die Kommentarspalten sich anguckt, ist da doch schon viel Kritik eingeflossen und viel Unverständnis für das, was da passiert ist und für die Form, in der da eben von Seiten der Stadt aufgetreten wurde. Ich habe auch wirklich viele, also rein schon aus der Presse gab es viele, viele Leute, die sich da kritisch geäußert haben. Und es haben sich auch tatsächlich vereinzelt Security-Unternehmen auch bei uns geäußert, haben uns über Twitter angeschrieben und haben auch gesagt, ja Mensch, Leute, dürfen die, also wir würden euch mal empfehlen, geht doch mal den Paragraph 19 danach, ob das so überhaupt etwas ist, was so sein darf, also ob dieser Druck da überhaupt auftreten darf. Und das passiert gerade auch noch aktuell, dass wir da im Hintergrund eben nochmal klären, ob das eigentlich alles so rechtens war. Ja, jetzt habt ihr ja auch die Berichterstattung oder die letzte Folge, hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, mit dem Kevin Falkenthal gehört. Ja. Er hat ja auch neben den vielen Argumenten, die er gebracht hat und auch sicherlich fachlich sehr guten Argumenten, hat er ja auch eben auch einen Vorwurf so ein bisschen verpackt. Ne? Linkes Spektrum, ich weiß nicht, Kernpunkt der linken Szene hieß es ja irgendwie sowas. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, das ist eine absolute Hausnummer. Also grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, dass ich den Teil sehr gut fand so, und dass ich den Kevin Falkenthal da als kompetenten Gesprächspartner absolut wahrgenommen habe und mich da auch bei vielen Punkten bei ihm tatsächlich sogar anschließen kann. Was er aber sagte, war tatsächlich das Zitat, dass das Restaurant ein Kernpunkt der linken Szene in Hamburg sei. Und da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, Florian, was passiert bei dir im Kopf, wenn du das Wort Kernpunkt der linken Szene hörst? Was für ein Bild entsteht da? Also ich sag mal, in diesem Kontext habe ich eigentlich wahrscheinlich eher, aber das ist wahrscheinlich aufgrund der Heimatnähe ein bisschen näher, tatsächlich die Bilder, die wir hier aus Berlin aus der Räumung der Liebigstraße 34 hatten, was ich wirklich als Kernpunkt der linken Szene bezeichnen würde, was auch sicherlich ein deutliches Mahnmal nach außen hin ist, wo es auch tatsächlich auch deutlich darum geht, die Staatsgewalt vielleicht auch anzugreifen beziehungsweise aus der eigenen Perspektive heraus in die Grenzen zu weisen. Wo es auch sicherlich lauten Protest gibt, aber möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eben nicht nur bei alternativen Protestformen bleibt, sondern vielleicht auch Gewalt mit im Spiel ist. Das ist so ein bisschen für mich die Perspektive linke Szene und vor allem, was vielleicht ergänzend dazu nochmal ist, ich hätte nach einer Räumung genau diese Bilder auch im Kopf, die wir in Berlin hier erlebt haben, ne? Wo schwere Panzerwagen davor stehen, Kampfmonturen. Es war ja auch keine Räumung. Es hat sich hier um eine Schlüsselübergabe gehandelt.
Es ist kein linksautonomes Zentrum, was geräumt wurde oder Wohnprojekt, was geräumt wurde, sondern wir reden hier von einer Schlüsselübergabe von einem Restaurant, was im Übrigen, ich glaube, 4 oder 5 weitere Restaurants in Hamburg führt. Also das ist unglaublich. Entschuldigung, das stimmt gar nicht. Also, und wenn man irgendwie einen linksautonomen Charakter mit reinbringen möchte, hier sind ein paar hundert Meter weiter, befindet sich die Rote Flora. Das ist, das, glaube ich, so das linksautonome Zentrum Europas mit. Also Leute, also da entweder schlecht informiert oder, also nein. Aber das ist ja genau die Argumentation, ne? Das finden wir auch in der Stellungnahme des Sicherheitsdienstes wieder, zu sagen, wir müssen so auftreten, weil wir wissen, was bei Räumungen, bleiben wir mal bei diesem Begriff, weil er auch immer wieder auch genutzt wird, medial genutzt wird. Wir wissen ja, was passiert ist, wie brandgefährlich diese Szene ist. Hausbesuche, Radmuttern, Entglasung, gewaltsame Rückeroberung, Besetzung. Jetzt muss ich mal provokant fragen, wie gefährlich seid ihr denn eigentlich in diesem Kontext? Also ich hatte vor 5 Jahren einen Boxkurs, von daher, Leute, Obacht. Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind auf einer argumentativen Ebene sind wir gefährlich für dieses Neubauprojekt, weil wir eben Dinge da aufdecken. Aber ich halte uns nicht für gefährlich im Sinne von Hinterhalt für Polizei oder Ähnliches. Also da gibt es, wie gesagt, auch gar keine Belege für, ja. Also es ist einfach, es ist eine Vorverurteilung, es ist eine Kriminalisierung, es ist eine Pauschalisierung aufgrund des Standortes dieser Geschichte, die aber überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und ich finde es auch immer schwierig, dann von einem linken Protest zu reden, weil ich halt denke, hier gibt es eben so viele Argumente, ne? Wir haben es vorhin ja schon mal gesagt, die 3,5 Millionen Euro, die dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin fehlen, die Bäume, die gefällt werden müssen, die Arbeitsplätze, die hier auch gerade verdrängt werden durch eben den Wegfall des Tonstudios und des Restaurants und das eben, obwohl es andere Flächen geben würde, wo das nicht notwendig ist. Und ich finde, wenn man solche Prozesse eben hinterfragt und solches Vorgehen und dagegen auch protestiert und sich auflehnt, dann finde ich das weder großartig links noch großartig politisch, sondern sehe das einfach als mein Recht als Bürgerin, solche Dinge eben zu hinterfragen, wenn ich sehe, da läuft was falsch. Und ich finde es immer schade, dass dann eben wirklich gute Argumente unter diesem, das ist linker Protest, begraben werden. Weil ob der nun links oder sonst was ist, wir haben ja Argumente. Ist das auch so ein bisschen die Legende, die man braucht vielleicht? Klar, ich meine, das ist ja einfach, ne? Wenn man uns immer sagen kann, ja, die sind ja eh immer nur dagegen und das sind ja die Leute, die Krawall machen, dann muss man selber nicht auf unangenehme Fragen antworten, ne? Wenn man immer schön das Ziel woanders hinlenkt, dann ist vielleicht gar nicht so sichtbar, was da auf der eigenen Seite schiefläuft. Ich würde auch gerne noch einen Punkt irgendwie mit dazu beitragen, weil das ist für mich doch wirklich exemplarisch, habe ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen? Man hat es verstanden, dass die Polizei Hamburg, also die Staatsgewalt, nach jeder Veranstaltung, und wir haben wirklich sehr viele, sehr, sehr regelmäßig Veranstaltungen abgehalten, uns gefragt hat, wann es denn die nächste Veranstaltung gibt, ob wir die schon wieder anmelden können. Hm. Das heißt, die finden unseren Protest gut. Die sehen, da haben Leute etwa ein Problem mit einem Bauvorhaben und es ist ihr gutes Recht, dieses Problem zu äußern, solange das friedlich läuft. Und das läuft friedlich jetzt seit 2 Jahren. Lass ich einfach mal so stehen. Keine Bedrohungslage, nein. Keine Thematik, friedlicher Selbst Protest. Wenn 300 Menschen sich versammelt haben, war die Polizei mit 4, 5 Personen vor Ort. Nicht mal mit Helm, nicht mal gepanzert, gar nichts. Klassische Streifen. Ist man nach diesen Bildern, nach den Ereignissen, nach eurer Kritik nochmal auf euch zugekommen, sei es von der Politik, Sicherheitsunternehmen, Sprinkenhof, dort in Dialog gegangen, um zu sagen, pass auf, wir werten das jetzt mal gemeinsam aus? Oder hat man
diesen Cut, den ihr vorhin ja auch beschrieben habt, einfach fortgesetzt? Ja, das hat man ganz kurz geantwortet. Ja, das hat man getan. Also es gab da keine Gesprächsangebote. Die Sprinkenhof hat ja sogar der Presse gegenüber, ich weiß gar nicht, welches Medium es war, behauptet, es hätte sich entschuldigt. Wir fragen uns bis heute, bei wem, weil zumindest bei dem Team des Maharajas oder bei uns gab es keine Entschuldigung, dass man da vielleicht eine Situation falsch eingeschätzt hat und überbewertet hat. Und ja, wir können halt auch nicht nachvollziehen, woher diese Angst kommt. Also grundsätzlich finde ich es übrigens sogar positiv, wenn man seine MitarbeiterInnen schützt, wenn die zu so einem Termin müssen. Und wenn man irgendwo die Angst hat, da könnte ja vielleicht was passieren, weil es liegen ja auch über 10.000 Unterschriften gegen diesen Neubau vor. Das heißt, die wissen halt schon, dass es Gegenwind aus dem Viertel gibt. Und ja, dass es hier ab und an in anderen Dingen zu anderen Formen von Protest kommt. Also, dass da eine grundsätzliche Sorge um die eigenen Mitarbeiter ist, das finde ich eine gute Sache. Ich hätte da einfach nur erwartet, dass man da mit mehr Fingerspitzengefühl dran geht. Ja? Also selbst wenn man vielleicht sogar ein privates Security-Unternehmen einordert, dann hätte man das im Hintergrund halten können und gucken können, gibt es irgendeine Geschichte, dass die Lage eskalieren könnte, und dann hätte man die einsetzen können. Aber auch da wieder, das ist ein städtisches Unternehmen, das Gefühl hat, die eigene Staatsmacht reicht da nicht aus. Seltsam. Wie geht's nun weiter? Ist jetzt das Thema zu Ende? Werdet ihr weiter recherchieren? Werdet ihr weiter eure Initiative vorantreiben? Gibt es da Pläne eurerseits? Ja, wir werden weitermachen wie bisher, ganz klar. Also nur weil das Restaurant jetzt vorübergehend für uns geschlossen ist und irgendwie eine NATO-Drahtkrone auf dem Dach hat, ändert das ja nichts an der eigentlichen Kritik von uns an diesem Büroklotz. Und so hart es jetzt klingt, aber dieser aus unserer Sicht völlig überzogene Einsatz hat uns im Nachhinein nur beflügelt, er hat uns in die Karten gespielt. Wir sind immer noch damit beschäftigt, die ganzen E-Mails zu beantworten, die wir einfach erhalten haben. Jetzt von Medienvertretern, von Rechtsanwälten, von Nachbarn, die Videos gedreht haben während des Einsatzes und auch schon lange Zeit vorher, die sie uns jetzt mal zugespielt haben. Ja, also jetzt wird es erstmal in Kürze das nächste Update wieder geben. Wir haben ja regelmäßig auf YouTube die sogenannten St. Pauli Code Jetzt Updates, wo wir wirklich die Anwohner oder allgemein jeder, der sich dafür interessiert, einfach nochmal aufklären wollen. Und damit wird es jetzt erstmal weitergehen. Das erste Thema wird jetzt sein, dass wir uns mal so ein bisschen um die Falschaussagen des Baukonsortiums kümmern und denen widmen. Und ja, wir werden weiterhin Versammlungen abhalten mit Musik. Wir haben immer regelmäßig Bands vor Ort. Die hatten wir zwar bisher immer auf dem Dach des Maharajas. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig werden. Aber unsere neue Alternativfläche gefällt uns ehrlich gesagt auch ganz gut. Und ja, zusätzlich heißt es einfach weiter vernetzen mit anderen Innis. Es gibt einige Projekte hier in Hamburg, die sehr kritisch gesehen werden. Und ja, also wir stehen für einen bunten, kreativen Protest hier in Hamburg. Und genau dafür werden wir auch kämpfen. Das ist für uns klar. Also für uns ist das Ganze noch lange nicht durch. Ich verlinke natürlich euren YouTube-Kanal und eure Homepage unten in den Shownotes. Wenn jetzt jemand sagt, er kommt aus der Gegend, möchte euch unterstützen, darüber kann er mit euch Kontakt dann aufnehmen und... Überall. Facebook, Instagram, genau. Twitter, was es gibt, sind wir vertreten. Wunderbar. Herzlichen Dank, Veronika, Mike. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich fand, das war auch wirklich sehr interessant, mal die andere, in Anführungsstrichen, Seite zu hören an dieser Stelle. Ganz, ganz viele spannende Einblicke, die er dort gegeben hat. Ich nehme ganz vieles mit. Ich habe, das verrate ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal, wer bis hierhin zu Ende zugehört hat, am Montag hoffentlich
dass das Interview, es ist zumindest geplant mit dem Geschäftsführer der SPU Solutions und mit dem ist auch abgesprochen, dass ich heute auch so heute und aus dem vorangegangenen Interview Themen mitnehme und mit ihm bespreche, um ihm einfach damit eben auch die Chance zu geben, dass er so ein bisschen auch dazu seine Sichtweise tragen kann, in der Hoffnung, dass wir dann ein deutlich größeres und besseres Bild an dieser Stelle bekommen. Euch herzlichen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen stolz empfunden. Ihr habt gesagt, so viele Mails und meine davon wurde so schnell beantwortet. Freut mich an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Zeit. Viel Erfolg weiterhin und ich denke mal, wir bleiben einfach im Austausch und Kontakt, wenn sich da irgendwas ergibt. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. It's fine.